Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer und Burgbewohner. Hier ist wieder euer Tastenhauer und wir sind wieder zurück bei Dänisch, bei unserem jungen Nachwuchsherrscher hier bei den Aparden. Und er befindet sich in einem Krieg gegen den Khan der Walachei. Ja, und in diesem Krieg, da wird diesmal Dänisch wohl nicht nachgeben. Ich glaube, der letzte Krieg war noch von seiner Schwester Theresia geführt und da hatte man sich dann auf einen weißen Frieden geeinigt. Nicht. Beide Kriege wurden jetzt vom Khan jeweils begonnen als Aggressionskriege, um irgendwas zu erobern. Das eine Mal sollte es Burzenland sein und er möchte jetzt gerne Temesch erobern. Und beide Male scheinen wir auf der Gewinnerstraße zu stehen. Aber dieses Mal glaube ich, weil unser junger Herrscher ja noch minderjährig ist, der fängt glaube ich allmählich an, seine eigenen Entscheidungen auch schon selbstständig zu treffen. Klar, mit 12 Jahren kann man das auch schon so langsam erwarten, aber er ist immer noch angeleitet unter der kriegerischen Ägide von Abel, den ihr dort im Hintergrund seht. Und ja, Abel hat ihn glaube ich dazu überredet, diesen Krieg bis zum bitteren Ende zu führen, also bis eine Seite verloren oder gewonnen hat. Einfach deswegen, weil wir ja schon mal der Walachei einen weißen Frieden zugestanden haben, obwohl wir am Gewinnen waren. Da gab es natürlich einigen Notstand mit anderen Kriegen. Das haben wir jetzt nicht. Deswegen haben wir jetzt auch die Zeit und nehmen uns auch die Zeit und wollen hier den Sieg davontragen. Mal gucken, ob uns das gelingen wird, liebe Leute. Es wird nicht ganz leicht, denn wir haben jetzt hier mit 2 Armeen zu kämpfen. Die eine haben wir gerade in die Flucht geschlagen. Die Armee von Estland, die hier als Verbündete beigekommen sind. Und die eigentliche Armee, die will gerade Temesch erobern. Und es wird schon schwer genug, dann noch rechtzeitig hinzukommen. Die Befehle, erstmal zurück zu marschieren, sind gegeben. Und dann müssten wir hier einschwenken nach Westen. Mal sehen, ob uns das gelingen mag. Ja, ansonsten hat sich nicht viel verändert. Wir haben nach wie vor hier Prinz Saul und diesen nicht adligen Tador im Kerker, die wahrscheinlich regelmäßig mal Besuch von Abel bekommen. Denn Abel, der hat das bestimmt nicht ganz uneigennützig gemacht hier als Vormund von Dänisch, denn er ist ein Folterer. Und ja, ich kann mir schon vorstellen, dass er hier seine Freude an den beiden im Kerker hat. Woran er keine Freude hat, ist an unserer Mutter, denn die ist nur im Hausarrest und da achten wir peinlichst genau drauf, dass sie von niemandem angerührt wird. Was wir mit ihr dann dauerhaft machen, das müssen wir dann mal schauen. Sie ist übrigens inzwischen wahnsinnig geworden, wird also von Halluzinationen, Wahnvorstellungen und Rasengedanken heimgesucht. Sie kann kaum noch zwischen Wahn und Wirklichkeit unterscheiden. Also irgendwie, ich glaube, der Verlust ihres Ehemanns hat auf Dauer einfach bleibende Schäden hinterlassen hier, dass der einfach so mir nichts verschwunden ist und jetzt ist auch noch bekannt geworden, der wurde irgendwo bei Saul eingemauert. Ich glaube, das hat sie endgültig wahnsinnig werden lassen. Verzeihung. Also, das ist schon eine krasse Geschichte. Was machen wir mit Prinz Saul? Mal gucken. Wir könnten ihn verbannen zum Beispiel. Dann würde er all seine Ländereien verlieren. Er hätte aber immer noch seine Ansprüche. Beides wegnehmen, Ansprüche und verbannen geht zum Beispiel nicht. Und ich hatte ja überlegt, ob wir ihn enterben sollen. Das aber ist wirklich nur für das Standarderbe unseres Haupttitels hier wichtig. Er hat aber durchgesetzte Ansprüche und die verliert er nicht, selbst wenn wir ihn enterben. Also eigentlich nützt es uns überhaupt nichts, ihn zu enterben, weil er immer noch durchgesetzte Ansprüche für Pannonien, für Visegrad, Torda, Keve und Hevesch hat. Also das wäre für uns eigentlich kein Erfolg, ihm zu enterben. Und es wäre auch super teuer. Wir müssen dort, glaube ich, 350 Bekanntheit und 900 Prestige ausgeben. Das ist schon ganz schön heftig, das Ganze. Deswegen möchte ich das erstmal nicht machen. Mal sehen, vielleicht lassen wir ihn seinen Lebtag eben im Kerker unter der ständigen Folter von Abel. Wer weiß das schon? Gut, aber jetzt gucken wir mal, wie das hier zeitlich vorangeht. Ich mache mal ein bisschen auf höhere Geschwindigkeit. Temesch wird jetzt, ja, das wird wohl eingenommen werden. Das können wir jetzt nicht mehr verhindern. Das geht einfach viel zu schnell, weil sie da auch gute Belagerer offenbar haben. Dann ist das so. Dann ruhen wir uns hier erstmal aus. Können wir jetzt ja eh nicht ändern, dass das hier belagert wird. Das heißt aber auch, dass wir hier Kriegsstand dauerhaft verlieren. Das heißt, wir sollten das schon zügig zurückerobern.
Warum steht ihr jetzt auf einem Plan? Ach, das war doch wieder nicht vorgesehen. Stellt euch mal bitte unterschiedlich hin. Und seht erstmal zu, dass ihr wieder eure Versorgung zurückbekommt. Das ist ja schlimm. So, Adelaida ist verstorben. Unsere Taltosch-Dame, oder wie man die auch weiblich dann nennt, unsere Großmutter, ist an Altersschwäche gestorben. Naja, 65 Jahre, das klingt nach einer ganz regulären Geschichte. Wir haben einen neuen Taltosch, der jetzt Attila heißt. Auch verschreckt von uns ist, ein Champion, der eigentlich wenig kann, also ist ein ordentlich gebildeter Mann, also ein ordentlicher Taltosch. Ich würde ja gerne meine Freundin irgendwann zum Taltosch machen, aber dafür muss sie natürlich auch erstmal in 2 Jahren erwachsen werden. Aber dann werden wir das, glaube ich, mal tauschen. Ich hoffe, bis dahin wird sie noch ein bisschen besser. Weil sie wurde uns ja hier in Ereignissen immer vorgestellt als Religionsfrau irgendwie. Aber so richtig nachvollziehen kann ich das nach wie vor nicht. So, bekommt ihr jetzt hier Versorgung? Ja. Wichtig. Das will ich tun. So, König Nalka ist beigetreten. Sag mal, wo holt er denn die ganzen Verbündeten alle her? Ach, das ist der Nachfolger vom anderen König hier. Ein einsiedlerischer, reizbarer, spindeldürrer Mann, der jetzt schon... Ah, Schwerpunkt auf Medizin. Er versucht, sein Leben zu verlängern. Was war mit dem anderen? Er ist an den Folgen der Fettleibigkeit gestorben. Kaljuwald. Okay. Sonst sehen wir es hier nicht, wo die herkommen. Wenn die sich natürlich verbinden, wäre es schlecht. Aber ich will auf jeden Fall warten, bis jetzt hier der Monat rum ist. Und eine Fraktion des Bauernpöbel ist geschaffen worden. Naja, das ist jetzt nicht so dramatisch. So. Ihr werdet belagern gehen. Und ihr zieht hier hin. Sag mal, religionsmäßig, das sind Slowianskaner. Und ihr habt Glaubensvorteil als Katholiken. Eigentlich müssten die Glaubensvorteil ausüben. Meiner Meinung nach. Ha. Naja, mal sehen. Dann haben wir ihn noch in unwegsamem Gelände. Das bringt aber da nichts. Da brauchen wir eigentlich einen Belagerer, damit das schnell geht. Und siehe da, wir haben keinen mehr. Oh Gott, ist das bitter. Wir haben schon wieder keinen mehr. Doch, Oji haben wir, aber der ist... Wo ist er der? Befehligt eine andere Armee? Ach, der befehligt die Armee. Ja, okay. Dann wechseln wir mal kurz. Nach da und nach da. Mal sehen, wo die sich jetzt kreuzen. Und ob der Gegner was macht oder ob der abhaut. So, Presbrock hat nun auch Populisten. Jetzt kommen wieder die ganzen Fraktionen hier an. Und Gabor ist wieder zurück hier. Also das ist auch echt immer ein Hin und Her. Aber die kommen jetzt nur auf 37%. Das ist wirklich lächerlich. Ach, der Pöbel kann einfach so ein Ultimatum stellen. Der braucht keine Mindestgrenze. Pöbel in Tschechisch-Fehervar. Ja, müssen wir uns natürlich auch wieder drum kümmern nach entsprechender Zeit. Aber jetzt will ich erstmal sehen, dass wir das zurückerobern. Die laufen auch schon davon. Sehr gut, dann haben wir Ruhe zum Erobern. Das ist doch ganz gut. Was ist hier los? Wurden die geplündert? Weiß es nicht, was ist das hier? Keve wird hier angegriffen. Ich wette, jetzt werden die sich ja gleich mit der anderen Armee des Verbündeten verbrüdern. Aber ganz ehrlich, dann sei es eben so. Wir ziehen jetzt mal hier hin. Die verlieren leider 5 im Monat. Das ist immer so ein bisschen ärgerlich. Man muss jetzt wirklich stärker drauf achten. Und ich sehe gerade Festungsstufe mal 0,7. Festungsstufe zu hoch. Hä? Ach, ich habe auch schon wieder die falschen Truppen hier drin. Ach, meine Güte, ist das nervig. Ist das nervig. Nimm die Onaga und pack die hier rein. Meine Güte. Das ist aber auch ein Gefriekel hier im Spiel. Das können sie wirklich mal bitte verbessern. Das ist ja sowas von blöde. So, Tador ist verstorben. Tador ist im Kerker verstorben. Starb in Gefangenschaft. Nun denn, mit 45 Jahren. Ob da wohl Abel dran beteiligt war, wir wissen es nicht. Hauptsache, unser Prinz stirbt hier nicht so ohne weiteres weg. Der ist aber auch schon darbend. Hat schlechte Gesundheit hier. Aber ganz ehrlich, der soll ruhig leiden. Er hat es ja nun mal verdient. Umbringen wollen wir ihn nicht, weil so ein Sippenmörder,
Das wollen wir nicht sein. Wir wollen nicht auf seine Stufe herabsinken. Und wir haben keinen Hofarzt mehr. Ja, keinen Hofarzt mehr. Das ist natürlich blöd. Dann suchen wir mal jemanden. Gleichzeitig sehe ich, dass wir einen kompetenten Mann als Befehlshaber haben. Da würde ich sagen, den holen wir uns, wenn der nicht zu teuer ist. 5, ja, das ist okay. Rekrutieren wir ihn. Machen wir so. So, wir bekommen in Shekeshvehava militärische Präsenz. 20% Garnisonsgröße. Sehr gut. Sie bereiten sich schon auf den Bauernpöbel offenbar vor. So, jetzt geht das hier auch recht schnell, weil hier sind ja eigentlich kaum Truppen übrig. So, diese Welt ist voller Gefahren, selbst für einen Großfürst und seinen Hof. Wie von mir erbeten, haben sich meine Dienstboten nach Empfehlungen umgehört. Nun haben sie mir ein paar Möglichkeiten zur Auswahl vorbereitet. Borbala ist zufrieden, lüstern, geduldig und kann eigentlich nichts. Karoli ist ein Klumpfüßiger, auch er kann nichts. Oder Vratislava, sie ist eine Wunderwirkerin. Weihrauch, Gesänge und sonderbare Zauber. Vratislava wirkt Wunder mit unkonventionellen Mitteln. Moment mal. Da bekommen wir Anspannung, weil wir religiöser Eiferer sind? Aber das macht tatsächlich keinen Sinn. Ich habe mich nämlich gerade erinnert, dass in unserer Religion Wunderwirker als tugendhaft gelten. Warum soll ich denn dafür jetzt Anspannung wegen religiösem Eiferer bekommen? Hä? Das macht keinen Sinn, auch dass wir 100 einsetzen sollen dafür. Sie sei in ungewöhnlichen Heilmethoden unterwiesen. Ja, aber ich würde sagen, gerade weil wir religiöse Eiferer sind, sollten wir doch gerade die Frau eigentlich dann nehmen, oder nicht? Weil wir ja wissen, dass das hier eine sehr tugendhafte Person ist, wollen wir doch gerade diese taltosistisch tugendhafte Person als Heilerin haben. Mal was anderes, was Experimentelles, warum nicht? Ja, wir machen das, egal was es kostet. Ist halt wurscht, ist halt ärgerlich, game-mechanisch, aber ja, Game-Mechaniken habe ich nicht konstruiert, sind ein bisschen schwachsinnig an der Stelle. Das macht tatsächlich in diesem Fall beim Taltosismus keinen Sinn. Gut. So, wir holen uns das zurück. 19 Tage, das geht jetzt recht zügig. Gut. Wir kontrollieren Tebesch und damit kontrollieren wir auch das Kriegsziel. Wir können jetzt mal gucken, ob wir die Armeen tatsächlich vielleicht noch angreifen wollen würden. Die Möglichkeit hätten wir jetzt. Sag mal, warum haben wir eigentlich 12 Champions und nur 10 sind ausgehoben hier? Könnt ihr euch mal bitte kümmern? Das müsste doch jetzt eigentlich hier... eigentlich hier gehen. Hallo? Du sollst das zusammenfügen. Dankeschön. Komisch, dass das sich gemacht hat. So, wir riskieren mal hier reinzugehen. Ich glaube nämlich, dass wir uns das erlauben könnten. Die können hier nämlich nirgendwo drüber, ne? Genau, die sind eingesperrt. Ich kann die hier richtig einkesseln. Und dann sind die hier ruckzuck von Keveva eingesperrt. Ja, er glaubt jetzt, er kommt raus. Wir ziehen hinterher. Das wird aber eine enge Kiste, weil wir so lange jetzt alleine kämpfen müssen gegen die. Aber das müssen wir machen, um sie abzufangen. Wird verlustreich, leider. Aber dafür geht ihnen natürlich auch die Versorgung aus. Wir haben die Waldverteidigung. Eigentlich ist das schon ganz gut. Ob wir jetzt natürlich den 17er hier haben wollen, ich glaube, da tausche ich jetzt mal. Also das ist ja Quatsch. Geht natürlich wieder nicht mit dem Tausch. Muss man wieder den Befehlshaber entfernen und ihn hier einfügen. Weil, warum nicht komplizierter designen, die ganze Kacke? So, mit 5 Klicks, wo 2 eigentlich ausgereicht hätten. Das mag ich immer. Ich bin manchmal ja wirklich ein sehr schneller Kritiker von solchen Geschichten. Aber ganz ehrlich, das haben schon 1000 Spiele besser gemacht. Dann vielleicht 1000, aber einige Dutzend. Bitte, liebe Paradox-Designer, macht sowas mal vernünftig. Das ist ja echt nervig. 50.000 Milliarden extra Klicks in jedem Spieldurchgang. Wegen so einem Mist. So, natürlich ist er nicht so schlecht. Und er hat natürlich den Glaubensfeindlichkeitsvorteil.
führt eigene Truppen an, ja. Oh je. Oh je, oh je, oh je. Unser Champion konnte immerhin Dengichik erschlagen. Und jetzt haben wir die Überlegenheit. Es wird aber knapp. Wir haben schon viele geflohene Leute und haben Nachteil. Es müsste trotzdem noch irgendwie gehen. Aber es wird ein kostspieliger Sieg, das kann ich euch schon mal sagen. Ein Firus-Sieg war das. Immerhin haben wir jetzt Hingabe an den Glauben. Wir sind aufopferungsvoll. Ja, wir haben ungefähr gleich viel verloren. Das war eine Firus-Geschichte. Immerhin 10% Kriegspunkte. Das ist ja auch schon mal gut. Wir gucken mal. Wir haben also... Pall ist verwundet worden bei uns. Beim Gegner Drakshan, Germanos, der schon wieder... Der war doch schon mal verwundet, oder nicht? Profiros und Häuptling Chok. Meine Güte, sind fast alle verwundet worden hier. Und zwei sind sogar umgebracht worden. Also jetzt hat er so langsam, aber sicher, glaube ich, ein Problem mit... Ja, er hat immer noch 10 Champions, aber sind natürlich jetzt alle verletzt. Gut. Wir... Ah, er ist da hinten aufgetaucht hier. Tja, da müssen wir schon wieder weitergehen. Wir kriegen ja auch keine Pause reingefühlt. Ich will jetzt mal hier oben hin und du gehst erstmal hier hin. Mal gucken. So, schauen wir mal. Burzenland wird belagert. Jetzt sehen wir es auch, genau. Ist gerade erst angefangen. Oh, er läuft weg. Er läuft weg. Dafür kommen jetzt Räuber hier rein. Will ich mich mit denen anlegen? Sollte ich das? Kann ich das? Will ich das? Nein, eigentlich will ich das natürlich nicht. Jetzt ist das Problem, dass die beiden wahrscheinlich zusammengehen und damit eine sehr, sehr starke Armee aufbieten, die meiner ebenbürtig ist. Das ist jetzt wirklich nicht so schön. Aber leider nicht zu ändern, wisst ihr das? So, wahrscheinlich laufen die jetzt wieder in die andere Richtung. Also, Kommando kehrt. Oh Mann, ey. Machen wir es mal so. So, was ist das hier? Bekanntschaft wurde gefangen genommen. Oberhäuptling Irena von Lausitz wurde gefangen genommen. Und zwar war dies Häuptling Danuta von Wolkenstein. Weil sie eine Schlacht gewonnen hat. Ach, im Hintergrund klopft einer. Ist aber nicht so schlimm. Was interessiert mich Irena? Lausitz, weil das hier oben ist oder was? Aber das interessiert mich doch nicht. Gut, ein mieses Fest. Beim Festmahl ist es laut. Sag mal, was für ein Festmahl? Ach so, als wir nehmen als 13-Jähriger wohl am Festmahl teil. Beim Festmahl ist es jedenfalls laut. Erwachsene sind langweilig und das Essen ist nicht sonderlich gut. Mein Vormund Abel scheint sich zu amüsieren. Ich kann seine Aufmerksamkeit nicht erregen, um ihm zu sagen, dass es mir hier nicht gefällt. Was machen wir hier? Warte mal, ich gehe mal auf Pause schon mal, weil das sonst zu schnell geht und mal eine Geschwindigkeit runter. Also, was machen wir nun? Wir können uns herausschleichen, würden ungeduldig werden. Vielleicht gibt es ja noch andere Kinder in der, man weiß es nicht, irgendwo in der Nähe, wo wir uns befinden. Oder wir werden schüchtern, das sind viel zu viele Menschen. Nächste Zeit, höchste Zeit, dass ich mich unter den Tisch verstecke. Oder zumindest kann ich weiter essen, solange ich hier bin. Wir könnten unersättlich werden. Tja, das sind jetzt alles nicht so riesig dolle Eigenschaften natürlich. Aber die Frage ist, was passiert hier mit dem Jungen? Großfürst Dänisch, 13 Jahre alt. Er ist tapfer, er ist ein religiöser Eiferer, aber offensichtlich gefallen ihm diese Feste nicht. Das ist für mich erneut irgendwie ein bisschen unentscheidbar. Ich meine, er weiß, wie er Leute um den Finger wickelt. Also, dass der zum Beispiel schüchtern wird, halte ich für, aufgrund des Reizens, hier ein bisschen für unwahrscheinlich. Vielleicht schleicht er sich ungeduldig heraus. Oder er fängt an zu essen, weil er Gefallen am Essen findet. Ja, aber schüchtern widerspricht dem reizend auch nicht unbedingt. Also, ich würde sagen, das würfel ich wieder aus, weil das ist wieder unentscheidbar. Sechser Würfel, wir machen das wieder so mit 1, 2, 3, 4 und 5, 6. Eine 2.
Also, ich schleiche mich hinaus. Vielleicht gibt es ja noch andere Kinder irgendwo im Gemach oder so. Wir werden ungeduldig. Das hatten wir auch noch nicht. Was ist das genau? Also, Dennis ist der festen Überzeugung, dass die meisten Dinge schnell vonstatten gehen sollten. Und zwar sofort. Wir verlieren Bildung. Wir bekommen 20% mehr Prestige. Oh, das ist gut. Das ist für so eine Nomadengeschichte immer gut. Prestige ist toll. Meinung von Lenzer und Vasall minus 5. Ja, Pech. Komplottstärke für feindselige Komplotte plus 15%. Wir können damit Komplotte vorantreiben. Also falls wir irgendwie mal so ein bisschen Ränkespiel machen wollten, wären wir dann zügiger darin. Aber das ist ja eigentlich nicht unsere Stärke, ne? Naja, gut. So, was ist das hier? Kommt es jetzt hier gleich zum Kampf? Nee, der läuft ja vorbei, oder? Genau, hier wird geplündert. Das interessiert mich jetzt auch gerade nicht. Ich könnte es unterbinden, aber ich will mich hier lieber um die richtig sorgenvollen Armeen kümmern. Wobei, eigentlich müssen wir hier ja nur warten, ne? Ja, eigentlich müssen wir hier nur warten. Der Kriegsstand tickt für uns hoch. Das kostet zwar ein bisschen was, aber so richtig schlimm ist das ja auch nicht. Tage noch. Wie lange braucht er? Nach 111 und bis hier mögliche Schlacht in 12 Tagen. Schicken wir den auch schon mal mit. Elf Tage. Ach, das ist die gesamte Bewegung geht bis nach 100. Ja, ja, okay, ich verstehe. Ja, das ist 100 hier. Oder weiter 100. Nee, 100 ist doch die Provinz daneben. Ich will doch jetzt wissen, wie lange die brauchen bis in die andere Provinz. Mann, Spiel, mach mir doch nicht so einen Blödsinn hier in der Anzeige. 100 brauchst du 11 Tage. Aber da bist du doch schon fast da. Das stimmt dann doch auch gar nicht. Ja, das Häuptlingstum ist nämlich die ganze Provinz hier. Warum zeigen die dann nicht den genauen Namen an? Zum Beispiel, kommt an in Stamm von Weider 100 am, bla, oder in Tagen. Warum steht da 100? Das sagt nichts aus. Ich kann hier überhaupt nicht planen. Ich kann jetzt raten, dass er in 11 Tagen an der Zielprovinz ist. Genau wie er hier. Obwohl er ja eigentlich schon längst in 100 drin ist. Das macht alles keinen Sinn. Oh, ich könnte mich über sowas aufregen. Das sind so Nicklichkeiten. Aber, oh, die gehen einem irgendwann so auf die Eier, weil das so schlampig einfach ist im Design. Das ist halt die einzige Information, die mich interessiert, habe ich jetzt hier nicht. Die ich aber brauche. Da bin ich jetzt mal wirklich. Ihr wisst ja, ich spiele kein Min-Maxing. Ja, ich mache das ja hier alles schön rollenspielerisch und das mache ich auch gerne. Aber sowas muss ich einfach wissen als Spieler und Spielerin. Das ist so zentral, weil das ja für die Taktik wichtig ist. Mann, so ein Blödsinn, ey. Um sich sowas aufzuregen, lohnt es ja nicht. Aber das nervt einfach, weil das so nachlässig programmiert ist einfach. So, haut die weg. 32, jawohl. Haben keine Chance, die Gegner hier. Die Räuber werden hier am Räubern gehindert. Und natürlich wurde unser Champion natürlich verwundet. Ja, warum auch nicht, Attila. Wow. So, irgendwer hat Feher belagert. Was ist denn jetzt schon wieder los? Sag mal, was ist das denn hier? Luca kämpft gegen die Tyrannei von Prinzessin Hainal. Okay. Das ist doch Luca, die Verbrechen begangen hat, ne? Achso, aber ich krieg Tyrannei dafür. Weil ich weiß ja, dass sie unzüchtig war. Kann ihr jetzt aber auch nicht sagen, dass sie den Krieg beenden soll. Na toll. Super, ey. Und die doofe transsilvanische Prinzessin verliert natürlich. Tja, dann ist das so. Unsere Cousine wurde jedenfalls wieder gefangen gesetzt. Ich glaub's nicht. Das ist ja wohl alles eine ziemliche Frechheit hier. So, wir schicken unsere Truppen mal hier in die beiden Provinzen rein, dass wir das Gebiet schützen und ansonsten tickt jetzt einfach der Kriegsstand hoch. So, wir können uns die Schlacht nochmal angucken, die gar nicht mal so wunderschön ausgegangen ist, muss ich ganz ehrlich sagen.
Dafür, dass wir alles auf unserer Seite hatten an Vorteilen. Ja gut, der Verteidiger, aber das waren doch wir mit dem Vorteil. Warum haben wir so hohe Verluste noch gehabt? Durch die Aufgebote. Ha. So wirksam waren die Aufgebote noch. Okay. Interessant. Ja, bei uns wurde, wie gesagt, Kirill und Attila verwundet. Beim Gegner natürlich niemand. Ne? Und die haben hier einen Dreier drin gehabt. Also, irgendwie haben wir auch echt kein Glück, ne? Irgendwie haben wir kein Glück. Aber, doch, wir haben Glück. Wir bekommen zusätzliche Steuern. 100 Gold durch die Prinzessin Camilla. Die wird mir ja immer, die wird ja immer sympathischer hier. Die ist ja so fähig als kaufmännische Genie. Wow. Schön. Die hält hier unseren Krieg gut am Gang. Durch diese Sondersteuern, die sie die ganze Zeit erhebt. Das ist auf jeden Fall gut. So, ich denke, wir können wieder auf Geschwindigkeit 4 gehen, weil hier passiert gerade nicht so unfassbar viel. So, haha, Saul wird angegriffen von Häuptling Slavomir vom Häuptlingstum in Dudleb. Anspruch von Dusana auf Fürstentum von Gjör. Aha. Da wittert wohl jemand seine Chance, wie? Kann ich ihn einkerkern? Nee, ne? Hm. Ja, gut, okay, ich meine, das ist jetzt halt der Nachteil, dass wir Titel nicht entziehen dürfen. Jetzt kommen halt die anderen und nehmen sich die Titel dann, ne? Und wir können jetzt nicht so wirklich dagegen was tun. Weil wir keine Kontrolle über diese dösigen Nebenvasallen haben, die alle hier ihr Süppchen kochen. Und da Saul jetzt hier noch nicht mal großartig sich wehren kann, ist das Ding eigentlich jetzt schon gelaufen, ne? Naja. Dann ist das so. Ja, mit seinen 1000 Mann kann er jetzt auf die Toilette gehen. Mehr auch nicht. Das war's für ihn. Egal, was er macht, wie er sehr er wegläuft. So, ist hier noch irgendwo wer? Ne, da sind wieder Räuberchens. Ansonsten tauchen die Feinde hier auch nicht mehr auf. Das wird jetzt also einfach weiter ticken. Doch, sie tauchen auf. Oh, 5300 Mann. Liebe Leute, kriegen wir die? Ja, aber nein. Bergverteidigung. Das wird eine krachende Niederlage. Das geht schon mal nicht. Warum kriegen wir... Warum kriegt hier der Gegner die Verteidigung? Weil er eher da ist, ne? Gehe ich mal von aus. Dann gehen wir hier mal nach Deva rein, dass wir das hier ein bisschen blockieren. Schauen wir mal, ich gehe mal auf Stufe 3. Ach so, die dürfen nur natürlich jetzt hier wieder umrunden. Und hier ist wieder Ebene. Das ist alles nicht so... Tja, hier ist auch schwierig. Verteidigung einer Furt. Und Bergverteidigung, aber gegen halt riesig überlegene Truppen. Und bis der da irgendwann mal aufkreuzt, in 25 Tagen, während wir hier in 14 Tagen schon die Schlacht schlagen, das sind 11 Tage, das ist mir zu lang, dann warte ich hier. Mal gucken. Wir wissen ja, es dauert wie viele Tage? Warte mal. 14. Und wenn er das macht, in 26 von hier drüben. Das heißt also, wir haben 12 Tage, die wir eigentlich warten müssten. Na, mal gucken, wir schauen mal. Doof ist natürlich, dass die dann auch hinterherkommen. So, 1. Januar. Das geht in 13 Tagen los. Und mit ihm hier in 19 Tagen. 6 Tage Unterschied. Ich will natürlich schon, dass die recht gleichzeitig eintreffen. Weil sonst haben wir hier... Ah, nee, aber jetzt... Ach ja, sie kriegen dann ja die ganzen Boni, ne? Ah, ja, stimmt, weil wir jetzt zu lange gewartet haben, in Anführungsstrichen. Ha, und hier ist auch schon wieder was gestartet. Was sind hier schon wieder los? Häuptling Orban greift Prinz Gabor an. Gegen die Tyrannei von Gabor. Ja, meinetwegen, ne? Finde ich das gut? Eigentlich finde ich das nicht gut. Eigentlich will ich, dass Orban den Mund zumacht und gehorcht. Aber da wir wieder nichts machen können... Was wirklich realistisch ist.
Ich könnte verlangen, dass er alle Angriffskriege gegen ein anderes Mitglied unserer Dynastie beendet. Da würden wir das Ganze in einem weißen Frieden enden lassen. Müssen aber 75 Bekanntheit ausgeben. Das ist nicht ganz so untricky. Also, das ist tricky, weil wir natürlich auf ein Dynastievermächtnis dann länger warten müssen. Ich lasse das zunächst mal und gucke mir das erstmal an. Was machen wir jetzt hier? Also, die Idee hier ist ganz miserabel. Was wir natürlich machen können... Wir könnten mal gucken, ob wir hier... Warte mal, ihr seid in 21 Tagen erst da und der ist in weniger Tagen schon weg. Tatsache. Wir können nicht mal abfangen. Was sind denn wir für Versager? Das gibt's ja gar nicht. So, Bewegung gesperrt nach Karansebest. Da kann er mal wieder zurücklaufen. Nee. 12 Tage. Es ist jetzt eine Rechnerei, ne? 12 Tage, 5 Tage, 6 Tage. Aber dann sind die beiden doch raus aus der Provinz. Dann kriegen die doch den Bonus nicht mehr. Und er ist doch erst in 18 Tagen drin. Wir aber in 12 Tagen in der Provinz. Dann müssen wir doch normalerweise das Ding kriegen. Das passt nicht mit der Anzeige hier. Eigentlich müssten wir die Boni bekommen. Das ist mir natürlich zu unsicher. Das probiere ich jetzt nicht aus, weil wenn das hier so ein Bug ist oder so, dann ärgere ich mich schwarz. Ne, wir ziehen uns zurück. Wir lassen das. Wir lassen die kommen. Das wird sowieso schwer, gegen die Übermacht anzukommen, aber wir wollen es jetzt hier nicht übertreiben. Nee. Wir wollen es wirklich nicht übertreiben hier. Lass den Gegner ruhig durch die Berge ziehen. Was ist das? Bemerkenswerter Gast. Bryacislav Vjatic. Ein Anspruch auf Kozelsk. Kozelsk. Ja, okay. Kannst du dir sparen? Brauche ich nicht. Das ist wohl ein bisschen weit weg. Naja, liebe Leute, das war's erstmal mit der Folge. So richtig gut vorangekommen sind wir nicht. Es ist halt ein langer Krieg, aber wir haben uns dazu entschlossen, dass wir den Krieg bis zu Ende führen, bis zu der erzwungenen Forderung. Das dauert aber noch. Also, wir brauchen Kriegspunkte. So oder so, wir brauchen eine Menge Kriegspunkte. Wo wir die hernehmen sollen, weiß ich noch nicht. Warten wir es ab. Bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Also, bis dahin, macht's gut. Euer Tastenhauer sagt ciao, ciao.